Let's start again. Jo Leute, MSR von dem Start und willkommen zu einer Folge Minecraft Survival Games Heroes auf dem der-c.com Server. Und in dieser Folge wollte ich euch mal fragen, wie ihr es finden würdet, wenn ich auch keine SG-Aufnahme hinbekommen würde, mal hier SG Heroes spielen würde. Weil es gibt bestimmt viele, die sagen, okay, SG Heroes ist gut, weil dann kann ich in den 3 Minuten, wo man einfach nur durch die Map irrt und versucht, irgendwie Stuff zusammenzubekommen, irgendwie ein paar Themen ansprechen oder irgendwelche Sachen, die mir gerade auf dem Herz liegen oder die ich unbedingt erzählen will. Und dann danach gibt es halt spannende Kämpfe und sowas, weil ich denke mal, das ist eine echt gute Mischung und ich finde die Spielidee auch von SG Heroes richtig geil, nur leider ist es etwas unterhyped. Weil es gibt so viele Spiele auf Hive, die besser als Survival Games sind. Auf jeden Fall, wenn man sie mal kurz anfängt zu spielen, danach eventuell wieder aufhört. Aber wenn man von der Skill mal etwas zu viel hat, einfach mal die anderen Minispiele auf Hive ausprobieren und dann merkt man, wie viel Spaß die machen. Das sind aber leider nicht so Spiele, die auf einer Langzeitdauer Spaß machen. Aber danach macht euch SG wieder zu 100% Spaß, das kann ich euch versichern. Und da braucht man auch gar nicht zu quitten oder sowas, sondern einfach nur vielleicht einen Monat nur Minispiele auf Hive spielen, Timf, OITC, Cranked und so weiter. Und dann hat man wieder die Lust an Survival Games danach und das kann ich euch auf jeden Fall versichern. Das habe ich schon so oft gemacht, dass ich dann einfach keine Lust mehr hatte auf Hive SG. Da spielt man halt einfach sowas und plötzlich merkt man, wie gut eigentlich Hive SG wieder ist, wenn man eine Pause davon hatte. Weil der Mensch ist so, dass er Sachen, die er zu oft macht, die sich immer wiederholen, irgendwann langweilig findet. Und SG ist halt nicht so abwechslungsreich. Das ist einfach so. Okay, wir rennen jetzt mal ein bisschen durch die Map. Ich würde sagen, wir rennen noch zum Eisstand, damit wir uns da noch die Tier 2 holen können, weil ich denke mal nicht, dass hier jetzt so gute Spieler drin sind, aber vielleicht ist Tim MC oder Skill auch ein Hex. Wir können einfach mal gucken. Gerade eben in der Runde wurde ich am Ende noch zerteamt, das fand ich natürlich richtig geil. Aber auf jeden Fall Astrofox. Ja, ich bleib beim besten da mal beim Spawn. Nee, oder? Ja, es kommt jetzt drauf an, es lohnt sich eher am Spawn zu bleiben. Aber dieser Astrofox ist echt schon krass stacked. Vor dem müssten wir aufpassen. Wir warten mal, bis am Spawn gleich der Refill kommt. Weil am Spawn ist es jetzt besser zu warten. Mal gucken, was wir dann in den Kisten drin finden. Und okay, das brauche ich leider nicht mehr. Und ihr braucht auch, bevor das 101 beginnt, nicht mehr zu essen. Weil das Essen regeneriert sich nochmal kurz bevor das 101 anfängt. Also direkt in der Sekunde, wo halt der, wie nennt man das, wo halt die Wartezeit rum ist. Okay. Perfekt. Haben wir Full Chain mit Eisenschwert. Das war eigentlich das, was ich jetzt noch erzielen wollte. Okay, die Werkbank nehmen wir uns dann auch mal ins Inventar mit. Leider haben wir jetzt keine Angel. So viel dazu. Hä, wo ist das jetzt hin? Hey, das ist irgendwie weggebackt, keine Ahnung. Unser Gegner ist jetzt hoffentlich nicht Astrofox. Nein, es ist Joan Nicholas 07. Mal gucken, ob er auch 07 geboren ist. Was ich aber eher nicht denke. Oder? Naja, wäre schon 8 Jahre. Okay, wäre eine Möglichkeit. Vielleicht ist er 07 geboren, aber vielleicht ist das 07 auch einfach eine Random-Zahl. Okay. Ich finde es nicht so gut, dass Hive damals das NCP, okay, wie dumm bin ich bitte, dass Hive das NCP damals von SG Heroes geändert hat. Okay, meine Angel ist weggetroppt. Weil sie haben damals das NCP insofern geändert, dass die Hits geändert wurden. Und wie oft sage ich bitte noch geändert? Okay, er versucht zu Warp-Spam. Sieht lustig aus. Jetzt müssen wir hier aber essen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil vor dem Deathmatch füllt sich die ganze Leiste leider nicht mehr auf. Da müssen wir unser Essen schon mal verbrauchen. Okay. Wir können uns gleich Eisenschuhe craften. Das ist gut. Weil das Eisenschwert. Okay, ich bin zu dumm zu craften. Das Eisenschwert haben wir ja schon. Ich finde es schade, dass sie hier die Nicht-Team-Nachricht weggemacht haben, weil ich denke, das hat viele vom Team abgehalten. Viele haben zwar trotzdem geteamt, aber ich denke, es haben genauso viele Leute hat es davon abgehalten. Okay, das da kann ich wegwerfen und mal gucken, ob wir die Runde noch gewinnen können. Okay, dieser Jona. Weg. Ah, es war mir sowas von klar, dass Astrofox hacken wird.
Ach, wieso war mir das sowas von klar, dass der wieder hacken wird? Ah, okay, es ist ein Distant-Account-Hacker. Oh. Okay. Gute Leistung. Seine Hexen nicht allzu schlecht eingestellt. Das muss man ihm lassen. Okay. Nice, dann konnten wir uns hier noch die Secondaries holen. Aber dieser Astro Fox, der hat so krasse Hex drin, da muss ich echt aufpassen, dass der mich nicht töten kann. Okay, leider nur noch 4 Pfeile. Das heißt, es wird eng, aber ich hoffe mal, dass ich irgendwie, wenn ich mich defensiv halte, den Hacker auch noch besiegen kann. Okay, it's Tim MC. Ah, Mist, dieser Lag weg. Oh, nein, weg. Keine Lust, dass ich jetzt, während ich im FNS bin, angegriffen werde. Okay. Ich habe gerade mega viel Pech, dass irgendwie jeder auf mich drauf geht. Okay, da hatte ich echt viel Glück, dass er nicht auf mich drauf gegangen ist. Ansonsten wäre das jetzt wahrscheinlich gut gewesen. Komm, das TNT muss doch jetzt geplaced werden. Vielleicht gleich ein Hit. Nice. Dann haben wir den noch bekommen. 18 Pfeile haben wir inzwischen. Das ist schon mal besser. Ist okay, Astro Fox ist tot. Der wurde abgecleant. Das ist natürlich gut für uns. Ah nein, der hat doch sein FNS. Da muss ich aufpassen. Ah, da. Wie viel Glück habe ich gerade? Okay, da muss ich jetzt aber wegrennen. Puh, das war extrem knapp. Oh, so knapp war eine Runde hier noch nie bei mir. Okay, da muss ich jetzt echt sehr, sehr stark aufpassen. Der Angelo Diabolo. Bester Name. Und hier liegt echt sehr, sehr viel Stuff rum. Vielleicht könnte ich es schaffen, hier ein bisschen Stuff davon zu holen. Oh, da oben. Nice, haben wir uns noch das da geholt. Jetzt kommt der natürlich wieder an. Aber das TNT hätte ich sehr, sehr gerne. Nice. Haben wir nochmal den wichtigsten Stuff aufgehoben. Er hat natürlich auch ein Eisenschwert, weil irgendwie lagen da ja 20 Eisenschwerter rum. Oh nein. Oh, ich muss mal aufpassen, in welcher Kulisse ich hier bin. Ich kenne die Deathmatch Arena noch nicht so gut. Und deshalb mache ich natürlich da auch manchmal Fehler. Oh, wir sind die Letzten. Das heißt, ich muss jetzt keine Angst mehr haben, abgestoppt zu werden, sondern muss einfach stumpf drauf gehen. Ah, ich habe immer eins nebendran geschossen. Immer so ein kleines Stück nebendran. Mist, wir müssen jetzt seine Laufbahn herausfinden. Und noch ein Fall. Nice, GG. Okay, dann haben wir die Runde gewonnen. Wenn ihr mehr SG Heroes sehen wollt, dann schreibt mir einfach mal in die Kommentare. Ciao und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.